Der Webstuhl hat schon zu Beginn der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt und läutete die Automatisierung in der Textilproduktion ein. Für die Arbeiter war es schwer, mit den Neuerungen umzugehen, sich den veränderten Arbeitsbedingungen anzupassen. Ein alter Hut? Im Gegenteil. Auch heute, beim Übergang zur Industrie 4.0, stellen uns die zunehmende Automatisierung, die Interaktion mit intelligenten Maschinen, sich verändernde Strukturen und Prozesse vor neue Herausforderungen. Ganz in der Tradition der Weber stehen viele Beschäftigte diesem Wandel skeptisch gegenüber. Die Forschungsgruppe Sociotex hatte sich zum Ziel gesetzt, den Wandel zu begleiten, Ängste zu nehmen und dabei das Know-how der Beschäftigten als Ressource zu nutzen. Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist die zweitgrößte Konsumgüterbranche Deutschlands und beschäftigt mehr als 130.000 Mitarbeitende in über 1.000 mittelständischen Unternehmen. Stärkster Wachstumstreiber sind mit ca. 60% die technischen Textilien. Sie finden sich in Förderbändern, der Medizintechnik, in Autos, Schiffen und Flugzeugen oder in der Verpackungsindustrie. Wir haben es mit echten Hightech-Produkten einer stark innovationsgetriebenen Branche zu tun. Auf der anderen Seite ist gerade in der Textilproduktion die Belegschaft sehr heterogen und mehr als die Hälfte ist über 50 Jahre alt. Diese Beschäftigten müssen auf dem Weg zur Industrie 4.0 beteiligt sein. Der Umgang mit neuen Technologien muss gefördert und unterstützt werden. Die Sociotex-Forschungsgruppe wird dieses Zusammenspiel von technischer Innovation und sozialer Veränderung über 5 Jahre begleiten und aus der Perspektive der Ingenieurs- und Gesellschaftswissenschaften untersuchen und mitgestalten. Ein interdisziplinäres Team, das am Ende konkrete Lösungen präsentieren will. Einsetzbare Werkzeuge, die die Mensch-Maschine-Interaktion erleichtern, die Bedienung in einer vernetzten Produktion transparenter machen und so die Belegschaften in den Betrieben unterstützt. Am Anfang steht der Blick auf den Status quo in den Betrieben. Die Basis für eine detaillierte Anforderungsanalyse an Assistenzsysteme für die Textilproduktion 4.0. Es werden Prototypen entwickelt, Labor- und Praxistests durchgeführt und in intensiven Abstimmungsprozessen alltagstaugliche Anwendungen umgesetzt. Gleichermaßen geprägt von den technischen und menschlichen Anforderungen. Es geht um die Balance von Mensch und Technik, um technologischen und gesellschaftlichen Wandel. Die Sociotex-Forschungsgruppe wird exemplarische soziotechnische Systeme gestalten, die perspektivisch auch auf andere Branchen übertragbar sind. Wir gestalten die Industrie 4.0 mit den Menschen.